Ja, ist schon eine Stunde später. Ich weiß, allerdings hatte ich heute Morgen noch einiges zu tun und deswegen gibt es halt jetzt erst das Live. Kann ich auch nichts dran ändern, ist halt so. Heute dreht sich alles um die Farbe Heatwave, denn eigentlich wollte ich ja lila machen, aber lila passt einfach nicht zu meinem Outfit. Und dadurch, dass das heute mal wieder so wunderschön ist draußen, dachte ich mir, wir nehmen einfach mal die Farbe Heatwave. Ich habe die letzte Runde mit dem hier kombiniert, zack zu, mit dem hier kombiniert. Ich weiß noch nicht, mit welchen Sachen ich das heute kombiniere. Vielleicht irgendwas von in Enchanted, da unten, mit dem da. Und dann einfach das da drüber oder so. Mal schauen, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Guten Morgen. Ja, ne, deswegen ist das heute einfach mal eine Stunde verspätet. Aber das ne, trügt ja einfach nicht hier unseren Spaß beim Make-up irgendwo. Also, Heatwave habe ich schon einmal getragen. Man kann ihn mega geil aufbauen. Man kann ihn mega geil verdunkeln sogar. Also, der wirkt einen Tacken dunkler auf dem Auge, als er jetzt wirklich. Ja, im Pfännchen rüberkommt, ist auch nicht so ganz so knallig rot, wie der im Pfännchen rüberkommt. Guten Morgen. Daher, ich möchte den einfach jetzt nochmal nutzen und nochmal zeigen, wie das so funktioniert. Guten Morgen. Das sind die zwei Pinsel, die ich dafür benutze. Ich werde aber erstmal den oberen Part mal wieder setten. Ich zoome euch ran. Ich habe schon den Milani Eyeshadow Primer drauf. Den Milani Eyeshadow Primer. Ich habe den letztes Mal mit dem Trended Up hier diesen Super Grip Primer benutzt. Da war das echt schon eine harte Nummer, den auszublenden. Funktioniert aber, wie ihr an dem Look auf Instagram oder so oder TikTok Shorts gesehen habt. Ich zoome euch nochmal einen Tacken ran. Ja, meine Kamera möchte gerne scharf stellen. Das funktioniert. Also, es ist wirklich so dunkel draußen. Ich habe heute mal wieder nicht irgendwie extra, wie heißt das, extra mal Jalousien und Rollos runtergemacht, sondern es ist wirklich so bescheiden draußen. Also es ist schon echt traurig, dass ich das jetzt nur Sommer nenne. Aber ab übermorgen oder so soll es ja wieder ein bisschen besser werden. Also ich warte mal darauf. Morgen sollen es ja bescheidene 13 Grad sein. Also es ist noch nicht mal irgendwas mit Sommer, aber wir machen das. Ich nehme jetzt hier den unteren Ton, einmal um den oberen Part zumindest hier vorne ein bisschen zu setten. Hinten braucht man gar nicht so weit hoch setten, besonders jetzt am hinteren Teil nicht, dann klebt nämlich der Lidschatten ein bisschen besser. Ja, manchmal mache ich auch den Fehler, ne? Also dass ich einfach zu weit und zu viel sette, dann klebt der Lidschatten an den Stellen nicht mehr ganz so doll am Primer dran. Und dann hat man schon mal manchmal das Problem, dass es dann fleckig wird. Daher, ich versuche jetzt noch ein bisschen mehr einfach nur den oberen Part zu verblenden und zu setten und dann den restlichen Part einfach mit dem Rot aufzutupfen. Also krasse Farbe, krasses Ding. Man kann da wirklich viel mitmachen. Man kann den Solo nutzen, man kann aber auch einfach Farbkombinationen wählen. Ich nehme den heute wirklich Solo. Das ist dieser hier. Der ist ja, der nennt sich ja Heatwave. Und da starten wir jetzt einfach mit so einem, oh Gott, ich glaube, das ist von Dokolor. Der Name ist weg. Ich meine, das wären die Dokolor-Pinsel. Das ist jetzt nicht der ganz, ganz kleine, sondern eher so der mittlere. Da ich den ja wirklich hier unten haben möchte, aber auch in der Crease haben möchte, funktioniert das ganz gut. Und dass ja der Solo-Ton ist, muss ich mir da auch keine Sorgen machen, dass ich den jetzt irgendwie zu weit oder zu wenig blende. Ja, geh nur einfach mal da rein. Und da sieht man nämlich auch schon schön. Also der hat eine geile Farbe. Und umso mehr man den aufbaut, umso mehr man den auftupft, umso dunkler wird er dann auch. Und dann funktioniert er super gut als Solo-Palette. Oder als, nicht Solo-Palette, als Solo-Matter-Lidschatten, weil wenn man den gleich einfach mit einem fluffigen Blendepinsel aufnimmt, dann wird der heller und lässt sich einfach nicht in nichts verblenden. Also, ne, versteht mich nicht falsch, aber es lässt sich so gut verblenden, dass man wirklich keinen weiteren Ton irgendwie dafür benutzen müsste. Außer wenn man jetzt nochmal Bock hat und die Kanten irgendwie nochmal ein bisschen anders setzt. Ich gehe jetzt einfach mit dem hier rein, der ist wirklich fluffig, nimmt nicht viel so viel Farbe auf. Der ist von Shein, von Bugs Bunny, glaube ich, ist es da. Sind nicht meine absoluten Lieblingspinsel, weil die schon eher fast zu fluffig und zu weich sind. Aber gerade hier zum Verblenden, wenn man sagt, man hat zu viel Farbe irgendwo aufgegeben, dann ist es nämlich auch wieder genau richtig. Ich blende immer mal zwischendurch mit dem hier, weil ich mir dann denke, dann kriegen die Übergänge einfach nochmal eine schönere Leichtigkeit irgendwo. Wenn man nämlich jetzt so einen harten Pinsel dafür benutzen würde, dann wäre das zu hart und dann würde man halt auch nur harte Übergänge kriegen. Und ich möchte ja wirklich weiche Übergänge haben. Seht ihr, da kann man nämlich auch dann in die Falten mit dem hier reingehen und wirklich auftupfen. Das ist wirklich so ein schönes Ding zwischen Blenderpinsel und Packingpinsel, weil der extremst hart ist. Aber ne, so weiche Übergänge gehen halt mit diesem Ding hier nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach einen zweiten Pinsel. Die habe ich auch letztes Mal in der Kombination benutzt, genommen. Und gehe jetzt nur hier mit dem vorsichtig rein und blende mir hier einfach die Kanten so ein bisschen seichter und sanfter aus. Ich finde, dann kriegt dieser Ton so einen leichten Rosé-Touch. Ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Meistens blenden sich ja doch eher Rottöne
so ein bisschen roséartig aus, weil die einfach irgendwie ja einen leichteren Roséanteil irgendwo drin haben. Aber wie man sieht, der ist nicht zu knallig rot und auch nicht zu rotrot. Also ne, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Manche Töne, wo man, da hat man ja extremst Angst vor. Also vor diesem braucht man als Normalverbraucher echt keine Angst haben. Man kann den wirklich aufbauen, ausblenden und auch einen wirklich schönen Ton damit erzielen, ohne da jetzt irgendwie krass, das irgendwie krass anzugehen. So. Wird ein bisschen smoky, wird ein bisschen dunkler, aber ist nicht weiter schlimm. Man kann hier auch noch zur Not einfach mit entweder seinem Setting-Puder oder sowas rübergehen oder halt einfach irgendwo einen cremefarbenen über die Ecken, über den Kanten und dann wirklich hier die Kanten nochmal ausblenden. Mit diesem Pinsel ist das wirklich schon schwieriger, weil der halt so fluffig und so weich ist. Aber ich wollte halt auch weiche Kanten haben und dann muss man halt da ein bisschen mehr reingehen und ein bisschen mehr für tun. Man könnte natürlich auch optional einfach einen weiteren Lidschatten benutzen. So, andere Seite genau das gleiche Spielchen. Ich hoffe, die andere Seite kriege ich genauso gut hin. Und man sieht echt wirklich, also, ne, Blendbarkeit genial. Steht aber auch da, wo man sich den hingesetzt hat. So, dass man da also keine Angst haben muss, dass ja, der Farbton irgendwo doch verschwindet, wie zum Beispiel bei der Emily in Paris Palette, bei dem dunkelsten Ton oder so. Also hier verschwindet keine Farbe, hier bleibt die Farbe an Ort und Stelle. Sie wird noch einen krassen dunkler, umso mehr man da einfach aufbaut, auftupft. Hier habe ich einfach weniger Lidfältchen, deswegen geht es an der Seite meistens einen Tacken schneller als an der anderen Seite. Wieso ich jetzt auf der von mir rechten Seite angefangen bin, weiß ich nicht. Ist einfach so heute mal gewesen und gekommen. Und dann gucken wir mal gleich, wenn ich die hier auch schön ausgeblendet habe, wie es dann weitergeht. Und ich finde das einfach eine geniale Variante. Also man kann wirklich, ja, bis auf vielleicht den schwarzen oder so, den würde ich einfach nicht als Soloton benutzen, aber wirklich jeden Ton irgendwo auch solo in der Crease tragen und man kriegt die verdunkelt und man kann aber auch einfach die Farben miteinander kombinieren. Hier könnte ich jetzt einfach das Braune nochmal hinten setzen, den Ton Hexback, um einfach nochmal zu sagen, heute gehe ich nicht ganz so ins Rötliche, sondern eher ins Bräunliche. Aber auch doch den Ton Dark Matter zum Verdunkeln benutzen, dann wäre es halt wirklich nochmal richtig schön dunkel und smoky. Und auch hier seht ihr ganz, ganz simpel, ganz, ganz einfach, schön an den Kanten auch nochmal entlang und dann einfach mit dem mega, mega fluffigen Pinsel rein und ausblenden. Wirklich blenden, 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 blenden. Darf auch ruhig ein bisschen höher dann gehen, dafür bin ich ja relativ tief gestartet. Übrigens auch immer ein ganz guter Tipp, geht nicht zu hoch am Anfang mit den Farben, sondern wirklich erstmal relativ tief, dann habt ihr nämlich immer noch Platz, besonders wenn ihr halt so wenig Platz habt wie ich, am oberen Augenlid und endet dann nicht mit einem Look, der von oben bis unten in den Augenbrauen irgendwo schon gelandet ist. Also wirklich voll komplett einmal vorsichtig starten und besser nach oben hin versuchen zu verblenden, anstatt halt genau das andere zu erzielen oder das andere zu haben, dass man irgendwann einfach nicht mehr blenden kann, nicht mehr weiterkommt, weil einfach da die Augenbraue im Weg ist. Denn wenn man das einfach bis zur Augenbraue hochblendet, hat man da keinen Platz mehr und dann wirkt das Auge auch wieder gedrungener einfach. Also schön tief starten und dann wirklich eher hochgehen, anstatt dann im Nachhinein die AK zu haben und dann wirklich gar keinen Platz mehr unter der Augenbraue zu haben. Immer ein bisschen Platz lassen, wirkt einfach irgendwie passender und wirkt auch irgendwie vollständiger im Nachhinein. Aber auch, man möchte ja das Auge größer haben und das ist nochmal so ein kleiner Trick, wie man das Auge nochmal so ein bisschen größer schminken kann. Ja, hier trage ich nochmal ein bisschen auf und da sieht man nämlich auch, umso mehr man schichtet, umso dunkler wird der einfach. Und das finde ich total genial an dem Ton, so bleibt er nämlich so ein bisschen ja, individuell nutzbar. Ne? Zuerst dachte ich, viele haben ja, die Palette bekommen haben, wie heißt das, Talisman, mit diesem Ton genutzt, dass der gar nicht so dunkel ist und gar nicht irgendwie so raussticht. Und jetzt habe ich den einfach solo benutzt und bin da einfach komplett von überzeugt. Ich mag das ja, dass es so ein bisschen dunkler, ein bisschen smokiger ist. Und es ist halt auch kein Rotton, wo man extrem vor Angst haben muss. Also, ne, der hat dann doch irgendwo noch eine bräunlichere Base und dann braucht man eigentlich gar keine Angst haben. So, habe ich jetzt hier alles richtig geblendet. Man kann wirklich auftupfen, 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 auftragen, auftragen, auftragen und dann ist man auch schon fast damit fertig. Ja, ich nehme mal wieder Glitterblue, ne? Ist ja so meins, was ich so super gerne einfach benutze, wenn in die Farbe noch ein bisschen intensiver rauskommen soll. Glitterblue muss einfach sein. Und wie ihr auch seht, der kommt immer noch an der Seite raus, ist immer noch flüssig. Das heißt, er funktioniert noch. Er blubbert jetzt auch schon zum Teil. Also das heißt, ich bin schon relativ weit oben, trage mir den dann immer auf beiden Fingern auf und gehe dann erst mit ein bisschen hier rein.
Ich hoffe, dieses Mal blende ich auch nicht zu hoch. Das ist dann auch immer bei Schlupfliedern. Dann hat man hier hinten, ich habe ja genug Haut an der Stelle irgendwo, aber die dreht sich ja dann auch wieder ein. Und manchmal hat man dann einfach zu viel Haut mit dem Glitterglue betupft und dann hat man das Problem, dass an den Stellen dann einfach ja patchy, fleckig, dass dann irgendwie nach oben fleckig wird. Hatte ich ja gestern das Problem und bin dann echt mit dem Schwarzen nochmal rübergegangen, damit man es nicht so dolle sieht. Ich finde bei dem, oder hoffe einfach, dass ich das bei dem jetzt nicht so mache, besonders immer bei dieser Kante ist das bei mir so, dass ich dann einfach zu hoch mit dem Glitterglue gehe und dann bleibt halt wirklich alles stehen. Ja, man kann also wirklich alle Varianten machen. Ich habe den letztes Mal benutzt, das war hier der Ton Fairy Dust, den habe ich nämlich gegenübergestellt zu dem Ton Pixie. Fairy Dust hat mehr Sparkles drin, Pixie ist wirklich glatter, metallischer. Bei Pixie sieht man aber, dass der einen weißen Untergrund hat. Also manchmal wirkt er dann an den Stellen so ein bisschen heller und dann changiert er auch ein bisschen mehr. Das ist wirklich so ein, ich sag mal, einfarbiger Topperton. Ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber der ist halt eher einfarbig. Ich glaube, ich gehe heute in Enchanted rein und lasse den einmal auf meinem Lied sprechen. Und dann versuche ich da Inner Corner, ich habe den ja auch noch nicht ohne irgendwie Glitter Glue getragen, den wirklich im Inner Corner zu setzen und vielleicht auch einfach ein bisschen über Enchanted zu blenden. In California möchte ich heute nicht rein, würde natürlich auch genial einfach passen, genialer Herbstlook oder so. Aber heute geht es einfach mal in Enchanted. Habe ich Nase juckt, auch noch, auch noch mit dabei. Ich glaube, ich versuche es erstmal mit dem. Smile ist ja auch eine Marke, ich glaube eine polnische Marke, ich bin mir jetzt aber gar nicht ganz so sicher. Die machen Kinder-Make-up, was sie für Erwachsene verkaufen, so sieht das so ein bisschen aus. Die machen auch Pinsel. Die Pinsel sind echt gut. Also die Pinsel kann ich echt nur empfehlen. Die sind nämlich schön weich. Die haben hier einen kleineren, kürzeren Griff. Finde ich auch nicht schlimm. Und mit denen kann man echt gut arbeiten. Mal gucken, wie dieser jetzt hier diese Farbe aufgibt. Da sieht man nämlich auch schon. Leuchtet schön, glänzt schön, glitzert schön. Und den auch wirklich bis in die Lidfalte rein, bis hier nach oben. Gleich zwischen dem Rot und diesem Ton hier jetzt so ein bisschen verblenden und wirklich auftupfen und auftragen. Ich mag das ja total gerne. Also wirklich relativ schnelle Looks, also relativ wenig, dass da verschiedene Glitzertöne übereinander kommen. Ich finde immer, dass wenn man einen Glitzerton über das ganze bewegliche Lid aufgetragen hat, spricht das für den Glitzerton. Also ich sehe viele immer, die dann versuchen, einfach so viel wie möglich an Glitzer oder an verschiedenen Lidschattentönen auf dem Auge aufzutragen und aufzugeben. Ja, das ist cool, aber dann wirkt dieser eine Ton gar nicht mehr so herausstechend. Und wenn man das dann Richtung, wie heißen diese Dinger, Multichrom-Töne macht, wirklich ein Lied von einen Ton von vorne bis hinten, dann sieht man das nämlich changieren. Sonst bleibt man nämlich ganz häufig einfach nur bei der einen Farbe stehen oder so ein Multichrom-Ton wirkt oder drei Multichrom-Töne miteinander kombiniert, wirkt dann auch eher wie so ein ganz normaler Ton, der vielleicht zwischen den einzelnen Sachen hin und her shiftet, manchmal noch nicht mal den richtigen Shift hat oder so, also dass die Shifts, die Farbveränderungen, in die sich dann die Lidschattentöne verändern, auch noch nicht mehr dolle aussehen. Also das ist dann auch immer so eine Sache. Besser ein Ton über das ganze bewegliche Lid und dann wirklich in die Crease so ein bisschen einblenden, ausblenden, also dass man das wirklich hier so ein bisschen lockerer und feiner hat und den Ton dann für sich stehen lässt und dass der dann irgendwie für sich spricht. Ich gehe jetzt nochmal hier mit Heatwave rein und verbinde. Anstatt dann wirklich so viele zu benutzen, dann gehen nämlich die Töne ineinander über und unter auch zum Teil. Ja, ist einfach jetzt so meine Präferenz, beziehungsweise jeder muss es ja so oder so machen, aber das ist einfach nur ein kleiner Tipp. Wenn ihr diese ganzen Shifts von den Multichrom-Tönen nicht irgendwo seht, dann könnt es zum Beispiel einfach daran liegen, dass ihr zu viele Töne miteinander versucht habt zu verblenden. Ich gehe jetzt hier vorne auch nochmal rein, so ein bisschen, und verbinde, dadurch, dass ich jetzt hier mit den matten Lidschatten nochmal aufnehme, den Schimmer so ein bisschen mit dem matten. Ich gehe jetzt nochmal einmal mit dem Finger zurück, das ist ja dieser Ton. Und trage den mir nochmal mit dem Finger auf und gucke, ob der sich dann nochmal ein bisschen aufbauen lässt. Ich finde, die sind eher so ein bisschen härter gepresst zum Teil im Pfändchen. Haben jetzt nicht irgendwie sind nicht extra squishy oder so, sondern sind eher so typisch Standardschimmertöne, was ich nicht schlecht finde. Finde ich sogar ein bisschen besser, weil die halten dann auch wirklich auf dem Augenlid und sind auch für ältere Häutchen echt, mir kommt das ja das englische Wort, flattering. Also, ne, tut dem etwas älteren Auge auch gut, weil dadurch einfach nicht die Texturen so extrem
ja, extrem hervorgerufen werden. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Finger, mit dem gleichen Finger in Morning Dew rein. Das ist ja der, der so ein bisschen rosa ist, aber auch irgendwo eine weißliche Base hat. Und gehe jetzt hier vorne nochmal hin. Heute also wirklich ein bisschen mehr geschichtet, aber wirklich in der gleichen Farbfamilie, weil die haben ja alle keine Shifts. Der soll auch eher Richtung Topper sein. Und deswegen toppe ich jetzt einfach mal den einen mit dem anderen. Dadurch entsteht so ein bisschen so ein rosanerer Look. Und dadurch, dass der relativ hell ist, ne, wirkt das Auge einfach nochmal im vorderen Bereich ein bisschen freundlicher und wird dann nochmal einen Tacken mehr geöffnet. Gehe auch gleich nochmal einmal mit dem Pinsel rein, drehe diesen hier einfach um auf der Seite, wo ich nicht so viel Pigment drauf habe und gehe jetzt nochmal hier vorne rein. Mit Pinsel kann man immer nochmal einen Tacken präziser arbeiten und gebe den auch nochmal vorne rein. Ja, die Palette finde ich mega bis jetzt. Richtig, richtig schön. Ich hatte gestern ein bisschen Struggle mit dem Fortuna-Ton, kann aber auch einfach an meinem Auftrag gelegen haben. Also nicht, dass Fortuna schlecht ist, aber ich habe dann ja versucht, so Richtung Mattenton zu benutzen. Das funktioniert einfach nicht. Dadurch hat er zu wenig Basisfarbe, fand ich zumindest bei mir. Und das hat einfach nicht irgendwo hingehauen. Ich gehe jetzt nochmal zurück in den anderen und verblende einfach die miteinander. Gibt nämlich auch so einen schönen, eine schöne, ja, Deutsch und Englisch am Morgen. es gibt nochmal so einen schönen Farbverlauf, so heißt das auf Deutsch. Ja, also, erster Part vom Look ist schon mal fertig und das geht relativ schnell. Man hätte es noch nicht mal so lange ziehen müssen, aber ich habe versucht einfach zu verblenden, soweit wie es geht und auch wirklich nur einen Farbton in der Crease irgendwo, in der Crease, aber auch im äußeren Bereich irgendwo zu benutzen. Man sieht jetzt auch, es wirkt ein bisschen roséartig, wenn man den ausgeblendet hat, aber der hat auch einfach eine krasse Tiefe irgendwo. Also das finde ich ein ganz, 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 ganz genialer Ton. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hatte nämlich am Anfang davor Angst. Deswegen habe ich den auch erstmal am Wochenende benutzt, um zu schauen, kann man sich damit raustrauen oder nicht? Ja, man kann sich damit raustrauen. Es ist also wirklich ein Ton. Ich mache einmal das bisschen Vorlauf weg, was ich hier habe. Wirklich ein Ton. Der alltagstauglich ist, der einfach ist, den man sich gut als Solo-Crease-Tone auftragen kann und der einfach genau das hat, was ich mir so an Farben vorstellen, auch an matten Farben vorstellen. Also die matten Farben haben bis jetzt in der Palette, sind ja wohl nur 4 Stück drin, aber die matten Farben haben echt bis jetzt total gut überzeugt. Passt jetzt, gucken wir gleich mal, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen wenig für den Part, den ich jetzt da so gemacht habe, geschminkt habe. Ich gucke gerade foundation-technisch, nehme ich heute die hier und wieder die Kombination. Ja, doch. Als erstes gehe ich aber, glaube ich, nochmal mit dem Under Eye Brightener drunter, um wirklich so hell wie möglich da irgendwo zu arbeiten. Was ich gleich machen werde, ich werde gleich nicht in irgendwas Rosiartiges unter den Augen gehen. Schon an Lidschattenfarben, aber gleich einfach einen Kajal nehmen, der entweder weiß oder ja neutral ist eher. Weil, wenn man einfach so einen Schnitt zwischen dem Auge und dem Lidschatten hat, kann man das nochmal so ein bisschen reduzieren, dass man ja zu rote Augen hatte im Nachhinein. Ich sag's einfach so. Also man kann einfach die Müdigkeit so ein bisschen reduzieren und einfach, wenn man da was zwischensetzt, merkt man das dann gar nicht, dass man vielleicht auch manchmal einfach interessante Töne genutzt hat, die der Augenfarbe nicht so harmonieren oder einfach, wo man dann nicht ganz so krass krank aussieht. So, ich nehme jetzt einfach hier die wieder. Ich glaube, ich kann die schon was solo tragen. Ich glaube, ich nehme so gut wie gar nicht mehr was von der Matte Base, sondern mehr einfach von der Max Amore. Gestern war ich nämlich schon relativ, wenig pigmentiert im Gesicht unterwegs. Also es war schon hart an der Grenze zu hell. Und zu hell mit öliger Haut wirkt dann auch immer ein bisschen noch mehr zu hell. Also wenn der Ölfilm bei mir durchkommt, also gerade hier, besonders in den Teilen, wirkt das so, als ob ich krank bin. Und krank möchte man ja nicht so doll aussehen. Und dann kann man sich besser, gerade Richtung Sommer, einen Tacken dunkler schminken als einen Tacken zu hell, weil wirkt halt echt nicht schick dann. So, einmal mit dem Beauty Blender ausblenden, beziehungsweise ist ja kein Beauty Blender, ist glaube ich einfach ein Make-up-Eye von Shein, das auch hoffentlich endlich mal aussortiert wird, weil das franzt. Es franzt nicht so doll, dass da die Noppen abfallen, aber durch die ganzen Wäschen und weil der super, super weich ist, mag der einfach gerne sich so ein bisschen in seine Bestandteile auflösen. So. Hier hinten auch und nach unten auch ein bisschen. Ich glaube, die Farbe habe ich heute deutlich besser getroffen als gestern.
Oben habe ich ein bisschen viel aufgegeben, aber das kann sich ja gleich alles ineinander verblenden. Und heute gehe ich auch nicht mit dem Catrice für die Augenbrauen rein. Also heute gehe ich also einfach, mache das klar, also mit einem klaren Stift oder einfach hier hinten ein bisschen auffüllen, aber nicht mit dem Catrice-Ding, weil zu dunkle Augenbrauen, weil man sich die sehr dunkel gefärbt hat und lange das Produkt in den Augenbrauen gelassen hat und dann noch ein bisschen sehr dunkle Augenbrauenfarbe drauf, wirkt fast wie schwarze Augenbrauen in manchen Lichtverhältnissen. Und dann gehe ich gleich einfach mit einem klaren Augenbrauengel rein und bin damit dann fertig. Ist, glaube ich, die bessere Variante. So. Einmal nochmal überall blenden und verblenden und hoffe, dass ich überall alles getroffen habe. Das ist auch immer ganz toll. So, nach dem Video gucke ich dann in den großen Badezimmerspiegel und merke dann erst so, Hauptsache, ihr habt das jetzt nicht so gesehen, wenn zum Beispiel einfach irgendwie so ein Puderfilm auf mir noch drauf liegt, wo dann einfach loses Puder gar nicht weggeblendet ist. Und sonst, es tut mir leid, manchmal sieht man das einfach nicht bei diesen Lichtverhältnissen. Selbst wenn ich mir den kleinen Spiegel vor die Nase halte, bin ich dafür echt zu blind. Daher bin ich dann froh, dass ich immer noch mal den großen Spiegel benutze. Oder aber wenn ich dann einfach im Nachhinein Fotos von den Looks mache, sehe ich das dann auch und denke mir immer so, so bist du jetzt die ganze Zeit durchs Video gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also, Catrice Clean ID Concealer wird hier so ein bisschen verbessert, obwohl, da bin ich einfach zu weit rausgegangen. Also, das muss ich doch ein bisschen verbessern. Ich gehe jetzt aber rein und setze mir den Lidstrich bzw. die Kante so ein bisschen schräger nach hinten. Also gar nicht ganz so krass nach oben gezogen, sondern eher schräg nach außen gezogen. Ich hoffe, jetzt kriege ich das mit den beiden Seiten gleich hin, denn sonst kann ich mir das wieder knicken. Denn man kann ja wirklich seine Augenform damit ein bisschen verändern, aber auch einfach die Menge, wo der Lidschatten dann sichtbar ist. Zieht man sich das weiter nach oben, wird natürlich die Außenmenge weniger sichtbar. Zieht man sich das einfach so weit nach hinten, wird natürlich ist der Part größer, den man dann sehen kann. Und natürlich dann auch die Lidschattenmenge, die man am Ende dann irgendwo am Augen-Make-up sieht, mehr. So, ich glaube, das heißt so. Ich gucke gerade nochmal, habe ich meinen anderen Concealer auch irgendwo hier auf dem Schreibtisch stehen? Ja, habe ich. Der hier, der ist so gut wie leer. Der Cover One Drop Coverage Concealer von Catrice. Ne, ihr seht, die Kugel da unten, hoffe ich, seht ihr das da, ist so gut wie nicht mehr benetzt mit Concealer. Aber ich kriege da noch ein bisschen raus. Und solange ich da noch ein bisschen rauskriege, kann ich mir die Farbe auch mischen. Da schauen wir einfach drüber weg. Oh, das ist so lieb. Ja, also man sieht es nicht immer. Ihr dürft mir das gerne in die Kommentare schreiben. Silvia, du hast da noch ein bisschen viel Puder im Gesicht. Dann mache ich das natürlich weg. Aber manchmal, ich sage ja selbst, mir fällt das dann erst auf, wenn ich dafür die Fotos oder die Videos mache, dass mir auf der Nase einfach noch Puder da ist. Sorry dafür. Also man sieht es wirklich nicht in diesen Lichtverhältnissen. Und auch wirklich erst dann, wenn man entweder Fotos korrigiert und dann wirklich das Puder wegretuschiert. So ein bisschen. Ich retuschiere ja sonst meine Fotos eigentlich gar nicht oder so gut wie selten, außer wenn mal irgendwie eine Wimper irgendwie doof hängt oder so. Aber ansonsten, oder hier, ist das auf der Seite oder auf der Seite? Ich glaube hier. Den Fleck seht ihr so gut wie gar nicht. In den Fotos, das ist so kein Sommerspot, das ist einfach irgendwie ne, ein bisschen mehr Pigmentierung auf der Seite. Das sieht in Fotos so blöd aus, der ist bei mir dann einfach weg. Den kriege ich nicht abgedeckt, der will auch immer wieder durchscheinen. Und da ist er, glaube ich. Und der sieht in Fotos nicht schick aus. Den retuschiere ich mir recht häufig weg. Einfach nur mit so einem Stempelchen drauf. Und dann ist der nicht mehr irgendwo sichtbar. Aber ansonsten retuschiere ich meine Fotos auf Instagram eigentlich nicht. Also Farbkorrektur seltenst. Und sonst Filter oder so rein gar nicht. Also ne, da seht ihr meine Haut. Wie wenn ich stehe dann hier hinten. Da ist ja mein, so damit ihr es auch seht. Da hinten ist mein Fenster. Stehe dann mit einem, oh Gott, wie heißt das? Auf jeden Fall so ein Blende-Shield oder so, den ich mir in das Fenster reinklemme. Das ist einfach so ein weißdurchsichtiges Ding für Fotos machen. Wenn ich dran denke, packe ich mir das dann einfach da ins Fenster rein. Da ins Fenster rein. Und dann stehe ich davor, halte meine Kamera so in die Hand und dann mache ich meine Fotos. Also da ist wirklich kein Hexenwerk dabei. Ich weiß ungefähr den Winkel, wie das bei mir recht gut aussieht. Und damit bin ich dann fertig. Also es ist wirklich, ne, ich bin da nicht so professionell oder so, sondern ich mache das einfach so, dass es funktioniert. Alles gut, wir sind dir ja dankbar, dass du uns jeden Morgen mitnimmst beim Schminken. Oh, liebend gerne. Mache ich total gerne. Ich genieße das auch immer. Also das ist so meine Me-Time für mich. Ich kann mich schminken, ich kann mit euch so ein bisschen quatschen, ich kann mich mit dem austauschen, wo ich einfach Bock drauf habe, was meine Umgebung gar nicht macht. Also so, ich nehme das wieder, das HD Coverage Puder. Nein, wie heißt das wirklich? Invisible Matte Loose Powder.
Ich weiß, es ist nicht unbedingt das, was jetzt Instagram bzw. YouTube so extrem fördert, beziehungsweise einfach auch die Klicks nicht immer extrem gut sind. Kann ich aber auch nichts dran ändern. Das ist für mich einfach eine Zeit, die gehört für mich morgens dazu. Und ob ich die dann 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten länger ziehe und dann mit euch quatsche oder nicht, ich quatsche lieber mit euch. Ich filter meine Fotos auch nicht auf Instagram. Nee. Also ich finde das schade, wenn die halt dann gefiltert sind. Ich sage ja, manchmal korrigiere ich dann, aber auch wirklich nur auf dem minimalsten Niveau, so dass dann einfach, oder wenn ich mal einen doofen Pickel habe, der einfach nicht aussieht, dann korrigiere ich den auch. Oder einfach an der Stelle ist, wo man sich dann denkt, so, das versaut mein ganzes Bild. Ja, dann korrigiere ich, aber ich filter nicht. Also ich filter irgendwo meine ganzen Videos nicht, meine ganzen Looks nicht. Das sind wirklich die Sachen, die ich so fotografiere. Natürlich habe ich eine Jein-High-End-Kamera, die ist auch schon wieder in die Jahre gekommen, aber auch keine wirkliche krass gute Kamera. Es ist eine Spiegelreflex, ja, aber es ist, glaube ich, eine der günstigeren Canon-Spiegelreflex. Daher, ja, professionell, aber professionell auch mit einem recht natürlichen und normalen Stand. Ich glaube, die Kamera, die ich jetzt so habe, die würde es deutlich günstiger im Moment geben. Und auch die Kamera, die ich benutze, ist nicht mehr ganz so auf dem neuesten Stand, aber es reicht vollkommen. Im Moment reicht es noch vollkommen. Irgendwann wird es mal auch hier meine Filmkamera eine neue geben, aber im Moment brauche ich einfach noch keine. Und im Moment macht YouTube auch noch nicht das Geld, wo man sich so eine neue Kamera für kaufen könnte. So, bei weitem nicht, im Leben nicht. Also, ne? Das auch nur mal so gesagt. So, also, deswegen immer liken meine Videos. Damit könnt ihr mich mega gut unterstützen oder halt gucken. Damit verdient man über die Ads einfach das Geld, so ein bisschen zumindest. Oder über meine Links in der Infobox shoppen. Ja, ein bisschen Werbung muss sein, oder? Also, Dings da. Da sehe ich nämlich jetzt auch da. Da unten ist einfach, ich denke mal, lose Haut. Die werde ich nachher wegmachen. Kann ich nichts dran ändern gerade. Habe ich jetzt gerade nur hier vorne gesehen. Kann ich das? Da vorne. Kleinen Moment. Ich versuche mich zu verbessern. So, wenn ich das nämlich mit dem Spiegel wegmache, geht das. Ich habe nämlich hier mal wieder meine Pinzette irgendwo anders liegen. Mit der mache ich nämlich, nein, lose Hautschüppchen sieht man immer noch. Da, jetzt aber weg. Mal reingucken, heute sieht man keinen Puder zu dolle. Geht also. Geht also, Hautstruktur ist einigermaßen da, einigermaßen sichtbar. An den Seiten von der Nase ist noch ein bisschen Puder über. Und das war's dann. Also, ne? Ja, was wollte ich sagen? Ne, die ganzen Links in der Infobox immer liebend gerne benutzen, einfach darüber einkaufen, shoppen gehen, da unterstützt ihr mich total gut und total gerne und finde ich total klasse, dass ihr mich auch überhaupt so weit unterstützt und dass ihr das überhaupt toll findet, was ich hier mache. Ich suche mir gerade parallel einen Pinsel raus. So, ich nehme einfach den von It Cosmetics, das ist dieser zwei Dingster Pinsel, oben eine Seite, unten eine Seite. Ich nehme den jetzt einfach für mein Konturprodukt bzw. Bronzerprodukt. Heute habe ich den Bronze Paradise Bronzer. Und bin damit dann einfach und konturiere so ein bisschen und gehe einfach so ein bisschen durch mein Gesicht. Dadurch, dass es heute oder beziehungsweise diese Woche, soweit mir das möglich ist, es kann sein, dass, glaube ich, Donnerstag ein Tag ist, wo nicht geschminkt wird, beziehungsweise nicht im Live geschminkt wird. Dadurch, dass ich ja diese Woche jeden Tag die gleiche Palette benutze, so wie ihr das wolltet, mache ich das so, dass ich jeden Tag andere Face-Produkte benutze. Vielleicht den Highlighter habe ich heute, glaube ich, den gleichen, wie sonst auch immer. Aber ansonsten, es gibt halt heute diesen Bronzer, dann gibt es gleich auch den Peachy Blush, Got a Peach. Mal gucken, wie doll der gleich sichtbar ist oder einfach zu wenig sichtbar für diesen doch intensiveren Look. Schauen wir einfach gleich mal. Und heute soll es dann einfach, oder die ganze Woche gibt es dann einfach unterschiedliche Face-Produkte, sodass man da dann wenigstens irgendwo eine Abwechslung drin hat. Also man muss in diesen Bronzer schon mehr reinrühren, als ich das so gewohnt bin. Ich mag die Farbe aber ganz gerne an mir. Ich bin ja eher dann auch eher so ein bisschen, gerade Richtung Sommer, darf es auch mal ein bisschen wärmer sein und auch ein bisschen bräunlicher irgendwo. Weil Sommer bedeutet bei mir, ich werde relativ fix an meinem Körper braun. Ne? Auch nicht zu braun, aber braun. Und im Gesicht hört dann das Braunsein wieder auf. Und an meinem restlichen Körper auch. Und deswegen möchte ich da so ein bisschen die Sonne irgendwo wieder reinholen, auch wenn es heute wieder sehr bescheiden ist. Dunkeln, Wolken,
Das ganze schöne Konzept. So, ich gehe jetzt einfach mit so einem BH Cosmetics Pinsel rein. Das ist die Zweier-Variante. Übrigens bei Face-Produkten stört mich das noch nicht mal so dolle, dass die, wenn die dunkle Pinselhaare haben, bei Lidschattenpinsel stört mich das schon extrem, weil ich einfach nicht sehe, ob ich diesen Pinsel benutzt habe oder nicht. Wenn jetzt einfach mal irgendwie ein Blushton nicht ganz so krass ist oder nicht ganz so dem entspricht, was ich eigentlich gedacht habe, also weil ich den einfach schon 2-3 Mal in anderen Blushes oder mit anderen Blushes benutzt habe, boah, der riecht so wie Eis die Pfirsich, ne? Also das ist schon krass. Dann ist das für mich nicht ganz so schlimm, weil, ja, dann mischt sich das halt miteinander. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Lidschattenton habe, der, ich sag mal so, der dann total verhunzt ist, weil man vorher irgendwie in grün gedippt ist, das nicht an dem Pinsel gesehen hat und dann irgendwie in den Gelb rein wollte oder in den Rot rein wollte oder so, dann stört mich das doch extrem. Deswegen habe ich mir auch dieses Mal bei Monolith die Cinch Beauty Pinsel nicht geholt, weil ich mir einfach dachte, nee, lassen wir mal. Die werde ich so oder so im Nachhinein ausprobieren, aussortieren. Gerade hier die Blushpinsel. Boah, dafür, also, ne? Seichte, sanfte Pigmentierung bei dem Peach Blush ist angesagt, weil ich einfach die Augenpinsel irgendwann dann nicht mehr benutzen werde, weil die mir einfach auf den Senkel gehen, dass die so dunkle Borsten haben. Sieht man überhaupt was? Also der ist echt sehr, sehr seicht und sehr, sehr sanft pigmentiert. Nicht meine Lieblingspigmentierung, muss ich mal zugeben. Da könnte ich schon auf jeden Fall ein bisschen mehr rankotzen. Übrigens kann man auf YouTube immer leichter einfach Videos hochladen. Videos, die länger als eine Minute sind, werden auch ganz normal direkt als Videos hochgeladen. Man muss halt nur den, wie heißt das, YouTube Studio haben. YouTube Studio muss man sich, glaube ich, auf dem Handy so runterladen. Auf dem Rechner kann man da einfach reingehen. Und man kann dann auch als kleiner Creator Videos hochladen. Die sind halt nicht monetarisiert oder so, sondern man kann einfach ganz normal Videos oder Shorts hochladen. Ist egal wie und egal was. Über eine Minute wird's halt ein Video und unter einer Minute wird es ein Short. Short filmt man halt hochkant. Videos findet man halt Querformat. Irgendwo, das ist so der große Unterschied. So, ich nehme jetzt wieder den Highlighter hier. Den von Kiko. Und trage mir den jetzt einmal auf. Also Blush werde ich im Nachhinein, glaube ich, nochmal mit irgendwas anderem reingehen. Der ist mir, glaube ich, ein bisschen zu wenig. So, und gehe jetzt einfach hier in den Highlighter rein. Also gerade bei gebräunter Haut, und ich bin ja, ne, also nicht wirklich gebräunt, ist der super, super seicht und super, super sanft. Ich meine, die wollten ja so einen Peachy Blush rausbringen, Essence, die hätten aber ein bisschen mehr Farbe reinbringen können. Also das ist jetzt wirklich schon hart an der Grenze zu, ich sehe den gar nicht. Vielleicht liegt es jetzt auch an dem einen Pinsel, den ich jetzt benutzt habe, aber ne, eher sehr, sehr, sehr aufbaubar. Und eher, ich glaube, man sieht meinen Bronzer mehr als den Blush. Jetzt nochmal rein. Und ich bin schon extra in die Mitte gegangen, um da wirklich das Dunkelste von dem ganzen Blush irgendwo rauszukriegen. Und jetzt nochmal hier rein. Riechen tut er total genial. Ich glaube, er ist aber eher so ein Blush, wenn man mal einfach zu viel von einem anderen Rouge-Blush-Produkt aufgetragen hat, kann man damit rüber, schön rübergehen und dann ausblenden. Also so ein Solo-Produkt. Selbst auf meiner Nase seht ihr jetzt so gut wie gar nichts mehr. Ich glaube, ich die Kamera ein bisschen doof stehen, oder? Ich hoffe, es geht aber einigermaßen noch. So. Also es ist... Kann ich mir auch knicken. Also... Tolles Produkt, mega schöne Aufmachung. Ich glaube, ich muss ihn im Winter benutzen. Im Sommer ist der nix. Ja, Augenbrauen. Hab ja gesagt, heute gehe ich nur mit diesem Ding rein. Ich habe den noch von einer lieben Abonnentin bekommen. Das ist nämlich der Kryolan Augenbrauen Eyebrow Forming Gel, was ich vor meinen ganzen anderen Dingen mal benutzt habe. Das ist nämlich noch neu und da gehe ich jetzt einfach rein und stelle mir die ein bisschen nach oben hin. Wenn ich merke, dass das mir zu wenig ist, gehe ich im Nachhinein... Oh, irgendwo habe ich jetzt ein Haar drin, gehe ich im Nachhinein einfach mit einem Puder rein. Dadurch macht man sich einfach das Gel nicht kaputt oder reißt sich das dann wieder die Augenbrauen runter, sondern wenn man einfach mit einem Pinsel nimmt, so ein bisschen gröberen Pinsel und dann mit dem Puder drüber geht, hat man diese Leuchtkraft nicht mehr oder den Glanz von dem Gel nicht mehr, weil ja meistens irgendwie doch das ein bisschen glänzend runtertrocknet, gerade wenn es halt klares Gel ist. Aber man kann auch ganz gut einfach nacharbeiten und hat man das Puder einfach sinnvoller und
schneller irgendwo eingearbeitet, als wenn man jetzt irgendwie nochmal mit dem Stift hinterhergehen würde. Mein Puder habe ich natürlich unten gelassen. Dankeschön für den Tipp, denn Instagram wollte mein Video gestern leider nicht. Dann werde ich das, denke ich, heute noch schneiden lassen von meinem Mann und dann auf YouTube setzen. Ja, YouTube ist total simpel in dem Sinne. Also auf Instagram Videos habe ich auch noch nie außer Reels hochgeladen. Oder ich glaube Lives, irgendwie sowas. Lives sind schon Ewigzeiten her, habe ich super, super selten noch irgendwie was gemacht. Sehe ich auch kaum noch irgendwie jemanden da was hochladen eigentlich. Also YouTube ist total simpel. Und selbst wenn du hochkant hochlädst, wenn du ein längeres Video hast, kannst du das auch einfach hochladen. Es wird halt nur nicht anders angezeigt. Also ne, dann wird auch dein Long-Video ganz normal hoch dann sieht das Long-Video halt auch in Hochkant aus. Aber viele, auch größere YouTuber oder Creator, gerade die jetzt das erste Mal live gehen, gehen halt trotzdem in diesem langen Format live und ne, laden es trotzdem hoch und bearbeiten es auch nicht weiter. Dann hat man halt zwei schwarze Balken daneben. Also, ne? Nur mal so. Da ist YouTube echt freundlicher. So, einmal richtig hinsetzen, damit meine Füße nicht ganz einschlafen. So, ich hoffe, jetzt habe ich heute, gehe ich einfach mit dem fluffigen Puderpinsel nochmal her und versuche mir das Puder einfach wegzumachen, was noch aus so meinem Gesicht verteilt ist. Also, da seht ihr das, dass, wenn das runter trocknet, das Kriolanpuder, dann wird es relativ hart. Ist aber kein Puder, wo man jetzt diese laminierten Augenbrauen mitmachen könnte. Dafür ist es zu wenig. Aber man kann halt die Augenbrauen relativ schick hochlegen und die bleiben zu 90% da oben liegen. Dir wünsche ich auch noch einen ganz schönen Tag. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen ist Mittwoch. Ja. Also, ich gehe in den roten Ton rein oder mache ich unten braun? Ich glaube, ich gehe erstmal in den roten rein und wenn es mir gar nicht gefällt, gehe ich nach vorne mit dem braunen rein. Ich nehme dafür erstmal einen kleineren Pinsel, gucke, ob der. Ich glaube, da ist, wenn überhaupt, nur schwarz dran. Ich nehme jetzt den hier und gehe damit einfach wieder in Hintergrund rein. Also, YouTube ist da super simpel und super einfach und macht das eigentlich auch für jeden irgendwo machbar. Umso mehr du natürlich an Abonnenten hast, umso mehr kannst du auch an Reichweite generieren. Ist aber auch nicht immer so. Also gerade die Anfang-Videos, die werden von YouTube extrem gepusht. Ist mir in der letzten Zeit beziehungsweise auch sonst immer relativ fester aufgefallen, dass wenn man irgendwie die ersten zwei Videos hochgeladen hat, die recht große Aufrufzahlen kriegen und danach gehen die Aufrufzahlen auch erstmal wieder zurück. Vielleicht zeigt oder streut YouTube die ersten Videos einfach ein bisschen weiter und wenn die dann eingeschätzt haben, wie gut dein Content ist oder wie gerne die Leute das schauen, dann werden die nächsten Videos auch weniger gestreut. Das ist aber einfach eine Tatsache, die ist, glaube ich, jedem schon passiert. Und die sieht man dann auch einfach. Also gerade die Anfänger werden halt sehr schön gepusht und danach hört es mit dem Pushen wieder auf von YouTube. So, ich gehe jetzt hier hinten noch einmal ganz vorsichtig in Dark Matter rein und verdunkel mir ganz hinten nur einmal so ganz eben. Damit dass auch hier hinten nicht ganz so dolle rot wirkt. Irgendwo. Wow. Dark Matter ist auf jeden Fall pigmentiert. Und du kannst halt deine Videos auch auf, wenn privat oder nur User setzen oder so, wie du das gerne haben willst. Also nur Abonnenten oder privat, wenn es halt privat irgendwo bleiben soll und du das erstmal nur für dich machst. Oder aber halt auch mit der ganzen Welt irgendwo teilen. Und das kannst du auch dann, also es ist einfach durchgucken und durchtippen, was du dann eingeben musst, beziehungsweise wo dich deine YouTube-Seite dann hinführt und dann ist das eigentlich schon gegessen und fertig. Im Innenwinkel will ich mir den Ton hier setzen. Den hier. Nee, ich habe die los. Ich gucke gerade mal bei meinen Paletten, die ich mir vor mir liegen habe. Da habe ich auch keinen helleren Ton. Also ich finde, für den Innenwinkel könnte der für mich noch einen Tacken heller und noch einen Tacken strahlender sein. Das ist aber im Prinzip auch der hellste Ton in der ganzen Palette. Man muss den ein bisschen fester aufbauen. Ist jetzt nicht irgendwie besonders schlimm, aber man sieht auch, also da hätte mir ein bisschen mehr Basisfarbe, weiße Basisfarbe, gut getan, beziehungsweise hätte ich besser gefunden. Ist aber auch jetzt nicht das Meckern auf höchstem Niveau irgendwo, ne? Also ist jetzt nicht, dass ich sage, der Ton ist irgendwie blöd, sondern das ist Meckern auf höchstem Niveau. Ich hätte gerne einfach irgendwo ein bisschen mehr Basisfarbe drin gehabt, sodass der noch einen Tacken mehr leuchtet. Vom Glitzereffekt ist der nämlich richtig schön. Man muss aber auch schon wirklich aufbauen, dass man den irgendwo besser sieht ein bisschen.
So, ich gehe jetzt einfach hier unten nochmal in den, wow, ihr seht es gar nicht, da in den Fairy Dust rein und gebe mir den jetzt nochmal als Übergang so ein bisschen auf. Da sieht man nämlich gleich, der ist deutlich dünner. Ich hoffe, ihr seht das. Zumindest sieht man das, wenn man den über das ganze bewegliche Lid trägt. Der ist deutlich goldener und deutlich dunkler als Morning Dew. Der hat nämlich wirklich, auch wenn man das jetzt nicht so meint, relativ dunkelgoldene Pigmente drin. So. Und wenn man den dann so ein bisschen mit Heatwave kombiniert, kombiniert heißt das, dann wirkt der schon, dann sieht man nämlich nur die dunklen goldenen Pigmente und dann ist der schon relativ dunkel vom Schimmer her. Also es ist jetzt kein Hellgold, Weißgold, so wie zum Beispiel die in der 1996 Palette der Pixie, der dann ins Dunkelgold shiftet, sondern das ist wirklich ein Dunkelgold, der auch Dunkelgold bleibt. So. Ich glaube, so kann man das am besten erklären irgendwo. Also ja, gefällt mir gut. Ich glaube, ich könnte da sogar noch ein bisschen mehr in den Morning Dew über mein bewegliches Lid gehen, was ich jetzt einfach mit dem hier mache. Denn dann habe ich hier vorne noch mal ein bisschen mehr Helligkeit drin. Ich hoffe, das kann ich jetzt noch mal ein bisschen steigern. Sonst ist das schon recht schön geworden, finde ich. Und so kann man auch sehen, nicht nur Fairy Dust, sondern auch Morning Dew oder aber auch Enchanted, so wie California, kann man mit diesem roten Ton, mit dem roten Lidschatten ganz gut, mit dem roten matten Ton ganz gut kombinieren, so heißt es. Oh mein Gott, also manchmal sind die Worte echt da, wo sie nicht sein sollen, schwierig. Nein, so. Ach nee, ich muss erst mein Kajal aufsetzen und dann kommt die Mascara dran. Ich sage ja schon, ich möchte heute eher ins Weißliche gehen, beziehungsweise ins hellere gehen. Ich glaube, ich gehe ins Weißliche einfach heute mal. Das ist dieser hier, das ist ja von Shein. Das sind diese, die alle vier gleich aussehen und man erstmal alle wieder aufmachen muss, um zu gucken, was denn auch wirklich da drin ist. Und ich mache jetzt extra weiß, damit mein Innenbereich vom Auge nicht zu doll rötlich wirkt irgendwo. Denn das Problem habe ich zum Beispiel bei Farben, die mir einfach nicht oder die einfach nicht so gut mit meiner Augenfarbe harmonieren. Dann kommt nämlich ganz häufig einfach dieses Rötliche durch, die roten Äderchen. Und dann wirkt das Auge irgendwie kränklicher, sage ich mal. Übrigens, ich habe bei Monolith bestellt. Ich habe es ganz lange hin und her überlegt und mir fünfmal überlegt, ob ich mir die Paletten bestellen soll oder ob ich das lieber sein lassen soll. Oder ob ich die erst Black Friday mir holen möchte. Oder. Und gestern habe ich sie einfach bestellt. Ich dachte mir, weißt du was? Es ist egal. Du möchtest die ja haben und dann bestellst du dir. Ich habe mir insgesamt 3 Paletten bestellt. 2, die relativ hoch auf meiner Rangliste waren. Aber andere... Also ich habe mir nicht die von Ansley Rain geholt, weil ich da immer noch auf die beste Color Story warte, weil auch die Maneater Palette um den Dreh 84 Euro kostet. Das ist immer noch ein Happen Geld und die Color Story, da würde ich vielleicht auch diese blauen Töne einfach nicht draus nutzen. Und deswegen habe ich erstmal sein gelassen. Welche ich mir geholt habe, ist die, wie heißt sie denn? Neutrals von... Also ich habe mir eigentlich beide geholt. Also von Cosmic Brushes bzw. Cosmic Beauty habe ich mir die neutrale Palette bzw. die Warm Trails, ne? Nicht Neutrals, Warm Trails oder so. Und die Cool Trails geholt. Ich wollte ja zuerst die von Blend Bunnies haben. Blend Bunnies ist mir dann aber doch noch einen Tacken zu kühl vielleicht. Und ich weiß es nicht. Die Cosmic Brushes haben einfach noch einen Tacken mehr Schimmertöne drin. Und vielleicht war es auch das einfach der Ausschlaggebende. Und dann habe ich, weil man kommt ja schon Batzen Geld auf knappe 100 Euro nur mit den beiden Paletten. Die kosten beide 48 oder 49. Ich glaube 48,90 Euro oder 50. Irgendwie so, also keine 100 Euro. Und ab 100 Euro ist erst versandkostenfrei. Da haben mir 3 Euro gefehlt, genau. Habe ich mir dann noch eine weitere Palette gekauft, weil 8,50 Euro oder 8,90 Euro Versandkosten sind. Und da dachte ich mir, weißt du was, dann holst du noch eine weitere und habe mir dann einfach eine reduzierte für 25 Euro geholt. Also sind es 3 neue Paletten. Ich werde euch nochmal ein Haul-Video machen, wenn die angekommen sind, ein Swatch-Video und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch mindestens zu den 2 von Cosmic Beauty, Cosmic Brushes natürlich eine Review. Weil die sind einfach wunderschön und ich hoffe, die Qualität ist genauso
beziehungsweise besser wie die, die ich von denen habe. Ich habe dann insgesamt 4 Paletten von denen. Die erste Palette, die überhaupt rausgebracht haben, Royal, ich weiß es gar nicht, wie die hieß, und dann die Serenity. Ich hätte gerne noch die Muse, wenn die noch einer kennt. Die finde ich wunderschön von dem Farbschema her. Das ist so ein bisschen grungy, herbstlich. Die haben die aber leider noch nicht wieder restockt. Also nicht wieder auf deren Website, aber auch von Monolith-Seite ist da nicht raus. Dann gibt es ja noch die bunte. Da freue ich mich auf deinen Hals. Ja, cool. Dann gibt es noch eine bunte Palette von denen. Die war auch reduziert auf nur 35 Euro. Die ist mir dann aber doch zu bunt. Und ich glaube, ich würde sie einfach aus dem Grund nicht nutzen. Weil die ist schon geil sommerlich, aber die ist schon so bunt, dass ich, glaube ich, nur die Hälfte der Farben irgendwo nutzen werde. Und deswegen habe ich mir einfach die beiden bestellt. Schön finde ich auch die ganz lilane, aber die habe ich ja jetzt in ähnlicher Form einfach in der Cool Trails. Cool Trails? Irgendwie so. Auf jeden Fall. Habe ich zugeschlagen, konnte ich nichts dran ändern, wollte ich einfach. Manchmal ist einfach so der Tag, wo es einen die ganze Zeit nervt irgendwo. Und dann möchte man sich was Gutes tun. Genau so einen Tag hatte ich gestern. Und habe mir dann einfach in dem Sinne was Gutes getan. Mit Make-up belohnt. So, das waren jetzt übrigens einmal wieder die beiden Varianten. Einmal die Lash Without Limits und einmal die Lemon Doll Volume Mascara. Einfach in Kombination, weil die Glam & Doll mir zu doll piekst. Und die macht aber ein schönes Volumen und auch schöne Länge bei den Wimpern. Und die andere einfach darunter, weil die nicht so doll piekst und man dann schöner besser zum Wimpernrand oder zum Wimpernkranz gehen kann. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Was soll ich jetzt noch machen? Genau, ich habe noch einen super süßen, ich weiß gar nicht, habe ich euch den schon mal bestellt? Gezeigt oder gesehen, habt ihr den schon mal gesehen? Ich habe nämlich bei Facebook oder aber auch bei Instagram oder so, ist ja Lancôme eigentlich immer mal wieder mit mehr Werbung unterwegs und die waren mit Werbung unterwegs, dass melde dich bitte an und wenn du unter den, was weiß ich, wie vielen oder wir schicken dir einfach irgendwas zu und dieses Mal haben sie Lancôme Idol Eau de Toilette und einmal das Mini-Ding damit gegeben, beziehungsweise gab es dabei und das ist einfach ein super süßer Mini-Lippenstift. Das ist die Menge, die da drin ist, reicht aber vollkommen aus für die Tasche. Ist eher so ein Ding, was, glaube ich, pH reagiert. Riecht ein bisschen süß und macht die Lippen einfach schön geschmeidig und schön glatt. Mal nicht extrem viel Farbe, aber ein bisschen Farbe und der kommt jetzt einfach drauf. Und dann sieht man nämlich auch, man sieht ein bisschen Farbe. Und auch einfach oben noch ein bisschen, fühlt sich an wie so ein schöner, gepflegter Lipgloss, der, ja, glaube ich, einfach genial für die Handtasche ist, ohne dass man Angst haben muss, dass der kaputt kriegt, dadurch, dass halt das Ding die ganze Zeit mitgeht, finde ich genial. Oder mit dem, was Gutes tun, kenne ich auch. Darum habe ich mir gestern noch die Hawaii-Palette von BH geholt. Ja, cool. Die Hawaii-Palette ist auch wirklich schön. Die habe ich ja immer von einer Bekannten, beziehungsweise Verwandten, so heißt das. Und die darf ich mir dann immer zwischendurch ausleihen, deswegen selber habe ich die nicht, aber ich habe die mir schon mindestens zweimal ausgeliehen und die hat wunderschöne Rosatöne drin, das darf man nicht echt verkennen. Und die hat aber auch wunderschöne andere Töne drin irgendwo. Also man kann wirklich Richtung sehr, sehr neutral gehen und einmal Richtung so ein bisschen rosa und frisch und sommerlich gehen, also geniale Palette. So, das ist der Look. Mit der, wieso sage ich es eigentlich noch, ne? Also mit der Jenna X Beauty Palette. Heute wirklich nur als Mattenton in den hier gegangen, in den Heatwave. Man kann auch wirklich sehen, man kann sich den sehr, sehr schön verdunkeln. Man kann den aber, wenn man sich den ausblendet, auch richtig schön sanft ausblenden, ohne dass man sich den irgendwo wegblendet. Und dann in den Schimmertönen bin ich in den reingegangen und auch primär in diese beiden Töne. Morgen werde ich mal gucken, ob ich die beiden Töne unterkriege. Und dann halt auch wirklich in die 1991 Palette hüpfe, um dann einfach so ein bisschen mehr in die lila Richtung zu gehen. Weil ich finde, dieser Ton ist ein bisschen schwierig zu kombinieren. Könnte natürlich einfach mit dem Braun kombiniert werden und dann einfach so einen relativ neutralen mit einem Pop of Color geben. Ich möchte aber einfach so ein bisschen mehr in das Lilane gehen. Und deswegen gibt es heute morgen einfach diesen lilanen Look. Und heute gab es nochmal so was Rötlicheres, was einfach genial aussieht. Was einfach heute richtig gut passt. Ein bisschen over the top. Ist aber nicht schlimm. Ich mag es total. So, ich
habe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter rausgeholt. Dann seht ihr das auch nochmal in voller Bandbreite und voller Kombination. Das ist er. Also er schimmert schön. Ich gucke mir das jetzt einfach nochmal im Spiegel an. Wo habe ich ihn? Da ist er. Weil der Spiegel da drin ist echt, den hätten sie sich auch was knicken können. Also der schimmert schön. Auch der relativ grob, nee, nicht grob, grob sind die alle irgendwie nicht. Also die sind eher feinschimmerig. Und der Enchanted-Ton, das sieht man nicht so doll, aber der hat auch schöne, leichte, so Silberreflexe irgendwo drin. Und auch der Morning Dew, auch wenn das jetzt nicht mein absoluter Lieblings-Lidschatten ist, ist aber der einzige, der für mich im Inner Corner, ja, in Frage kommt und in Kombination mit dem hier einfach doch schön und schick und machbar aussieht. Ich habe jetzt hier einmal mit Lidschatten so ein bisschen gepatzt. Ich gehe dann einfach im Nachhinein mit so einem Spoolie rein. Übrigens da auch wieder Glitzer und überall ein bisschen Glitzer. Stört mich aber nicht. Und gehe dann einfach vorsichtig mit so einem Spoolie rein und versuche mir das so ein bisschen runterzunehmen. Ich glaube, ich werde nachher einfach hier hinten nochmal ein bisschen mit Puder nacharbeiten, sodass das dann hinten nicht glänzt und einfach hinten ein bisschen ausgefüllter aussieht und auch ein bisschen strukturierter irgendwo. Aber ansonsten, ich mag den Look, ich finde den toll. Ich kann auch nicht mal sagen, ob ich den roten jetzt hier schöner finde, also den hier oder mit dem goldenen, kann ich euch noch nicht mal sagen. Ich mag beide Varianten. Ja, also, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, spätestens. Mal gucken, ob ich heute irgendwas schaffe, vorzudrehen, nachzudrehen oder weiß noch zu schneiden. Wie viel Uhr haben wir? Kurz vor elf. Gucken wir mal, ob ich für heute Abend was hinkriege und sonst vertagen wir das mal auf morgen. Ja, es ist halt kurz vor Ferien, da kommen alle Termine aufeinander zu. Da möchte jeder irgendwie noch was erledigt haben, aber auch, ne, Kinder sind da und Kinder müssen auch bespaßt werden und deswegen, ich muss mal schauen, ob ich das alles heute noch hinkriege. Ansonsten sehen wir uns halt morgen mit einer Kombination hoffentlich aus den beiden Paletten wieder. Und dann schauen wir einfach mal, was wir aus den beiden Paletten rausholen können. Ja, liked ihr das Video, abonniert meinen Kanal und shoppt über meine Links. Damit helft ihr mir ganz einfach weiter, ohne irgendwie da was groß tun zu müssen. Oder natürlich werdet Kanalmitglieder. Ich glaube, ab 99 Cent habe ich meine erste Kanalmitgliedschaft reingestellt bis 4,99 oder 5,99. Das ist, glaube ich, die höchste Kanalmitgliedschaft. Schaut einfach mal nach, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt. Oder aber Super Likes, Super Chats oder solche anderen Dinge. Super Likes und Super Chats und Super irgendwas sind einmal Geschenkpäckchen, Geldpäckchen, wo man irgendwie keine Verpflichtung eingeht. Kanalmitgliedschaft kann man natürlich auch immer kündigen, ist aber halt so ein Ding, was dann halt regelmäßig irgendwo abgebucht wird. Kann man natürlich auch liebend gerne machen, damit unterstütze mich nochmal einen Tag mehr. Aber auch das Videos schauen und das Liken und das Kommentieren, ne, ihr seid super. Also, Dankeschön und viel Spaß, schönen Tag noch und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!